Herzlich willkommen zurück, verrückte Polizisten, Exorzisten, Maler und Medien, zu einem weiteren Part Call of Cthulhu. Wir haben im letzten Part als Sarah Hawkins den Schlofer beseitigt und befinden uns jetzt immer noch im Polizeirevier von Dartmouth. Gemeinsam mit Algernon Drake hatte Sarah Hawkins den Dimensionsschlofer nach einem heftigen Kampf endgültig zurückdrängen können. Dieser Kraftakt kostete sie allerdings den letzten Rest ihres Ich-Bewusstseins. Sie ist dem Ruf des Mythos erlegen. Was genau das bedeutet, ist noch nicht ganz klar, aber es ist nicht cool. Sehen wir weiter. Was geschieht? Was wir tun können. Es lädt nicht. Sarah Hawkins. Why did she do it? Damn it. Did our guest enjoy our hospitality? Let me out of here. I'm warning you, Pierce. I want a short and clear-cut confession. Do you admit your guilt in the case brought before you? You don't have any idea what's happening on this damn island. Chief West, we got a problem. Damn it, not now. What is it this time? Captain Fitzroy, Chief. Some guys have ransacked Roy's bar. They went berserk, attacked the patrons, smashed the place up. It's chaos. This is only the beginning. Let me out. Let's go take a look. Tell Sullivan and Marshall to keep this one nice and warm till I get back. Nice and warm. Are you stupid? Don't you understand? Ja gut, was sollen sie euch denken? Goddamn Idiots! Können wir das Schloss knacken? Nicht von der Seite. Können sie auf die Bank setzen. Ja, scheiße. Was ich mich frage, wir hatten im letzten Part, wo wir hier waren, die Wahl, das Wissen vom Leviathan anzunehmen, was das Medium, also Sarah, gerade macht. Was wäre passiert, wenn wir abgelehnt hätten? Hätten wir ein Kapitel übersprungen? Wahrscheinlich hätte man uns eh dazu gezwungen, denke ich. Oh, sieht ja noch netter aus als vorher. Truthseeker. I find you again. Ich bin ja auch immer noch hier. As promised, I come back to reiterate the offer of truth. As your mind expands and finally understands the true nature of the world, your perceptions change. Are you ready to see your world and the ones that live in it as they truly are? Alter, was? Ist das überhaupt relevant, was ich nehme? Macht das überhaupt einen Unterschied? Come, Truthseeker. Follow the path of the ultimate truth. Ach so, wir ertrinken, wir müssen uns beeilen, hier rauszukommen. Denke ich mal. Fighters, survivors. I never would have thought you so naive. It's all your fault. You could have stopped this whole thing. Was willst du denn jetzt von mir? Your army buddies, the villagers, me. We're all in danger, as long as you're alive. Was zum Fick? Kommen wir denn hier raus? Wie weit geht denn das hier? This
hospital bed alive. That voice whispers in my mind. I keep hearing it, and I don't know how long I'll be able to resist. Haben wir jetzt irgendjemanden ausgelassen? Nee. Okay. Hast du sowas, ja, wenn es in so dunklen Horrorspielen auf einmal so mörderhell wird. Dom, what happened? Come, you'll want to hear what these two idiots have to say. This better be interesting. Seems like someone decided to grant you your deepest wish. A mutiny? Worse. They killed Chief West. And left his body in one of our warehouses. You're kidding. They're all yours. Which one of you is dumb enough to kill a cop and throw him on my doorstep? We don't know nothing. The dead body in my warehouse disagrees. We swear, miss, it's not us. I don't have time for this. Spill it. We've got nothing to do with it. Den linken Mann schlagen, den rechten Mann schlagen. Stärkemeister. Was denkst du, dumm? I want to know everything about the corpse over there, or I swear you will meet the same end. If we speak to you, we're dead. If we don't speak to you, we're dead. What? No! Listen, miss, we didn't see what happened, but we heard noises and talkings like we've been betrayed. By whom? Go, look at the body. You'll find out for yourself. Interesting. Let's go, Dom. Where is this workshop? I'll go with you. You must be talking about the old boat repair workshop. Let's get up. Yeah, they've done nothing wrong. Apart from killing a cop on our turf. That's hooey. How do you know they killed him? Do you want me to settle it with some lead? Scurvy dog always threatening us. Wer ist er? Dominic Murphy, haben wir den Namen schon mal irgendwo gehört? Quieten these lunkheads down, before I shiv the lot of them. I'll take care of them. A bunch of liquor sponges aren't going to lay down the law around here. I'll take a look at this workshop. Join me when you're finished. Er sieht halt aus, als wenn er, keine Ahnung, irgendwie Commissioner wäre oder irgendwas. Aber wenn ihm so wäre, was hat er mit Cat zu tun? Wir haben ihn hier aber noch nirgendwo. So kann er so wichtig nicht sein. Vielleicht ist er auch nur ein gut angezogener Bodyguard. Die Leiche untersuchen. Oh Gott. Okay. Ist er denn? Oder waren die blutigen Fetzen schon das, was von ihm übrig geblieben ist? Okay, sie ist ja tough. Ah, da ist er ja. Haben sie den denn hier reinbekommen? If someone had told me that one day West's work would kill him. Someone moved the corpse here. Where did the murder happen? Tja. Da könnte man ja den etlichen Blutspuren folgen.
down the stairs. Aber warum sollte sich jemand die Mühe machen, ihn so weit zu schleppen? Hätte ihn auch einfach hier in der Mitte liegen lassen können. Und von hier sind wir gekommen. So this is where West was killed. What's that? What the fuck is that? Where did it come from? He wasn't alone. Who were those guys? There's only one man who smokes these gaspers. Fitzroy. What? You're not supposed to be here, Truth Seeker. Du Scheiße! Vor Schreck was ins Auge bekommen. Es geht hier ab. Dom, get out of here! Was? Ich sag's euch ja, alle, die dieses Fleisch von damals gegessen haben, mit denen passierte noch irgendwas. Pierce konnte Cats beunruhigende Entdeckung durch ihre eigenen Augen sehen. Auf ihrer Suche nach dem Polizistenmörder wurde sie vom Inselbewohnern angegriffen. Pierce musste erst noch herausfinden, ob sie überlebt hat. Fitzroy, der gehört doch nie im Leben dazu, oder? Warum hat er uns am Anfang so supportet? Ja gut, weil er uns auch da haben wollte. What happened? Take that weapon, you'll need it. Sarah Hawkins, she... Ah! What? Tell me! My head! You're coming into my head! Bradley, damn it, pull yourself together! You got me! I can't resist any longer! Ein Stück mehr. Wenn sie Vernunft bringen, hängen sie es mit einfach. Reicht nicht aus. We've been working together since I arrived here. I know you can overcome it. It's too late. I lost Sarah Hawkins. What? I was unable to stop her. What do you mean, unable? She left with the bookseller. He came back alone. Told me she couldn't resist the call. The doctors told me later. They saw her going in the direction of the whaling station. Damn it! I'm turning, Pierce, into one of those things. Sperr ihn einfach hier ein. Keep fighting it, Bradley. It's too late. You have to end this. Do it. Kill me. Enough killing. Idiot! Now go, you imbecile. Schubst ihn doch da rein in die Zelle! Meine Fresse! 14 CP! Ich habe das Gefühl, Redegewandtheit bringt uns gerade viel, aber Stärke... Wir machen mal in Stärke. Und in Redegewandtheit. Ah, Psychologie. Mach mal Stärke voll. Das Gefühl, das könnte uns jetzt helfen. Ich hätte ihn ja da wenigstens irgendwie reingeschmissen, damit er sich selbst und andere nichts mehr antun kann. Okay, vielleicht können wir ihn wenigstens da drin einschließen. Sarah Hawkins was going to the whaling station. Who
Vor allem, da ist ein... Stop. Oh God. What am I doing? Ich weiß nicht, ich will mal gucken, ob wir auch per... LOL, wirklich? Es war halt so ein Kraftsymbol über den. Ich wollte gucken, ob ich die halt auch so überwältigen kann. Aber nein, ich kann sie nur erschießen. Weil uns so ein lascher Zombie direkt umbringt. What am I doing? Haben wir unendlich Munition? Okay, die Walfangstation ist zum Glück nicht so weit weg. Okay, alles klar. Zumindest können wir das aus. What the? Was he like the others? Was? Aus gewisser Reichweite beseitigen. Da haben wir keine Zeit, wir müssen weiter. Who's there? Immerhin sind die nach einer Kugel tot. So wie die aussehen, hätte ich Schlimmeres erwartet. It looks like an old Seaway map. Alte Seekarte. Was, Ikit, was ist das? Fuller. Was? And when they found me, they ate my flesh. And my flesh granted them powers and revelations. Ach, das ist Charles. Musst du kurz überlegen. You are getting closer, Truth Seeker. Ist das noch vom großen Fang? Habt ihr das Gehirn gegessen oder was? The truth, the ultimate truth about life. If I proved anyone to resurrect life, then it will only be a matter of time before I know how to create it. It will be the end of gods, be they ancient and powerful. You need a truth seeker. Someone with exceptional sensitivity to his dreams. This gift will lead him to this island. As I am the Oracle, I speak for him we cannot name. Sisters. Done. Bloody Captain. I'm not dying in this rat hole. Come on. If I find him... Fürzu hat alle Wege von der Insel wegzukommen zerstört. Still doing here, Detective? I need to go to the whaling station. It's locked. You'll need a key to get there.
Right. Go get me a first aid kit. I might have something for you. I'm coming back with a first aid kit. Hurry up. I won't last long. Wo soll ich denn das? Ich glaube, in der Bar war eins, oder? Ich guck mal. Wie kommt es, dass Kette sich nicht verwandelt hat? What happened here? What happened here? Bist du für einer? Ist klar, schön, dass wir darüber geredet haben. First Aid Kit. Wo könnte eins sein, wenn nicht in der Hütte da? How many died because of this madness? Ein First Aid Kit. Es scheint ja nichts dergleichen zu sein. Ich schau noch mal, ob wir... Ja, es gibt ja hier nur... Die Lagerhäuser, die Kneipe. Und die Walfangstation. Ich gehe nochmal hier hoch. Vielleicht habe ich was übersehen. Hier rumgehen. Kommen wir auch bis hier rein. Das Klo. Nirgends so ein Verbandskasten. Hier haben wir schon alles gefunden. Nee, hä? Können wir denn dann noch hin? Ins Lagerhaus können wir noch rein, klar. Ist wahrscheinlich auch der einzige Weg. Zum Schutzheiligen ist auch... Nee, wir kommen noch hin. Boah, der ist völlig zerstört, ne? War der nicht hier? Scheiße. Hier gab's irgendwo ein so ein Ding, was verschlossen war. Boah. Muss ein Lager der Bootleggers sein, so viel Alk wie hier steht. Mitchell? Hey, Kollege, der Wirt. Is that you, Detective? Can't leave the damn island, huh? I must go to the whaling station. I'll help you get there if you bring me something to fix this wound. I'm coming back with the first aid kit. I'll make it quick. I'm dying. Oh Gott. Ich ahne es, wir müssen uns entscheiden. Zwischen ihm und... Ja, der hier ist... Der Schutzheilige ist völlig zerstört worden. Also die Statue von dem. It looks like St. Brendan's critics finally got him. Probably the cult's work. Natürlich. Ja, okay. Hm. Ja,
Training Station. Was bist du für einer? Wir fragen erstmal nicht nach. Darf ich ihm helfen? Sorry. Das ist die Whaling Station, denke ich mal. Ach, scheiße, Mensch. Ah. Ja, dann gucken wir mal ins Lagerhaus. Ist die Frage, wem helfen wir? Cat oder Roy? Ich bin eigentlich direkt für... Also, Roy könnte uns wahrscheinlich mehr helfen. Aber Cat ist eine taffe Kämpferin im Zweifelsfall, denke ich mal. Weiß ich nicht, wie tough Roy da ist. Und ob das überhaupt relevant ist. Hey, you! They got the boss. Nasty wound. I wanted to get her the first aid kit in the Hawkins warehouse. Ah. There's one of those poor bastards in it. Too dangerous. I'll see what I can do. Ja, wir stehen ja direkt davor, ne? Moment, Moment. Nein. Ach, ich kann mich einfach nicht orientieren so richtig. Das war's schon. Aber ja, hier war alles voller Verbände, ich entsinne mich. First Aid Kit. One First Aid Kit. Two wounded people. Who deserves it? Ich wollte nur gucken, ob es hier noch mehr gibt. Ach, das Gemälde steht hier immer noch. Verdammte Scheiße. Ja, ich würde Roy helfen. Denke ich mal, der will mir helfen, in die Schmugglerbude, in die Walfangstation zu. Meine Fresse! Und hier, ich bin doch hier irgendwo hergekommen. Hier kam ich doch nicht rein. Hä, es hätte doch in die Richtung weitergehen müssen. Nicht hier. Achso, das Tor ist wieder zugefallen. Okay. Ist klar. Shit. They're going to the whaling station. I'd better hide and wait until they're gone. Da schießt sie halt einfach. Ich denke, wenn ich den erschieße, wissen sie, dass ich da bin. Wir schießen einfach mal. Zur Not weiß ich es danach. Okay. Zu niedrig. Scheiß auf Cat. Die hat uns nur Schwierigkeiten bereitet. Und in der Vision hat sie uns erschossen. Ich weiß nicht. Ich halte es erstmal für sicherer, sie ihn zu versorgen. Here, take it. Oh, thank you. The entrance to the whaling station is behind. Ja. Ach, er hat uns den Schlüssel gegeben. Alles klar. Haben wir uns ja die richtige Wahl getroffen. Ist wahrscheinlich hier, wo der Typ vorlag. Wo wir jetzt den Schlüssel für haben. Sehr gut. Zeit hier. Komm ab, Kollege. Junge. Ah, so ein Point of No Return.
Und der Nebel ist so dicht. Da hinten ist schon wieder so ein Typ. Empty. Scheiße. Oh nein. Hättest du mal früher was gesagt? Jetzt haben wir ja für die Kultisten keine Kugel mehr. Schauen, ob es hier noch irgendwo was gibt. Munition wäre halt gut, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir welche finden werden. Oh nö. Die klatschen uns halt so easy um. Das macht die ganze Sache so lächerlich. Sind sie. Aber was tun? Ich denke nicht, dass ich durch den Frontaleingang rein soll. Okay, der starrt einfach nur die Wand an. Hä, was ist geschehen? Dass er jetzt tot ist oder was? Was ist geschehen? Also weiter voranschleichen. Das war's schon? Okay, krass. Pierce, ich könnte die Docs. Okay, ja, haben wir ja gerade gemacht. Vorhin die nochmal lesen. Jetzt frage ich mich natürlich, ob wir begrenzt Munition gehabt haben. Oder ob es jetzt einfach bei dem letzten Typ, den ich da erschossen habe, dort automatisch ist, dass die Munition leer war. So dass man jetzt hier ein bisschen schleichen musste. Weil dann hätte ich mir natürlich gern Munition aufgehoben, wenn ich gewusst hätte, dass ich begrenzte Munition hätte. Hither thou shall be free. Sarah is with those bastards. I gotta find her quick. Sarah Hawkins finden, in den Hauptraum begehen. Von dort sind wir gekommen.
locked. Okay, keine Ahnung, von wo wir gekommen sind. This tank seems strong enough to break down the door. Ja. Wir müssen ihn nur irgendwie herbekommen. Punkt. 2 CP. Nein, nur ist auch egal, ne? Nur ist auch egal. Mal ein bisschen in Redegewandtheit investieren. A rope and a hook. Could use that to hold the reservoir back. Ziemlich starkes Seil, an dem ein Metallhaken befestigt ist. Damit müssen schwere Gegenstände gehoben worden sein. Es sieht stark genug aus, das Gewicht des Tanks zu halten. Sehr gut. Damit ist das Rätsel doch schon gelöst. Oder etwa nicht? Ich komme so direkt nicht ran. Oh! Ach ja. Locked. Let's hope the key isn't far. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Naja, Büroschlüssel, alles klar, da haben wir ihn. Wow. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, was uns das bringt. Noch verwendet. Okay, gut, gut, gut. Messer ist gut. Aha, was haben wir hier? Was haben wir da? It mentions the Leviathan. How it drove the sailors mad. Die ganze Mannschaft, also 37. Grad Nord, 63. Grad West. Die ganze Mannschaft ist dem Wahnsinn verfallen. Sie sprechen von Träumen, Visionen. Von einer albtraumhaften Stadt und einem gewaltigen Gott, der darauf wartet, dass sie ihn erwecken. Wahnsinn! Ich habe mich in meiner Kabine eingesperrt. Lange werde ich nicht durchhalten. Fitzroy hat 12 Mann auf seiner Seite. Wer zögerte, wurde ihrem neuen Gott geopfert. Ich bitte dich, allmächtiger Gott, hab Erbarmen mit unseren Seelen. Dies wird mein letztes Gebet sein. Zeige ihnen das Licht her. Ich bitte dich. Ich kann sie flüstern hören. Ich höre ihre Stimmen. Sie kommen. Doesn't work. Ja gut, okay, alles klar. Das sehe ich ein. Okay. Jetzt haben wir das da rüber gekurbelt. Jetzt können wir hier bestimmt irgendwie das Seil befestigen, ja? This should stop the cart from moving. This should help me get the tank swinging. Ah, so, ich ahne, glaube ich, auf was es hinausläuft. Wir müssen das jetzt wieder zurückkurbeln und dann mit dem Messer das Seil durchhacken. I need something to cut the rope to release the tank against the door. Das ist interessant gemacht. Na dann. Down. Alter. Das war erfolgreich. Geht was? Oh, was ist hier los? Ja. What is that thing? What is that?
ich entsinne mich auch, Fuller oder Fullers Vater oder Urgroßvater war ja auch in der Scylla Bordsarzt gewesen oder so. Das wurde doch auch mal erwähnt. Also das hängt alles miteinander zusammen. Reicht noch nicht, aber ich glaube, ich habe Sarah da gesehen. No. That voice. You're the Leviathan. Sarah. War das nicht gut, dahin zu gehen? Mein Büro? Oh Leute, hier habe ich einen stressigen Tag gehabt. Wo ist mein Schnaps? Ah, wir schon wieder die Agentur. Ich nehme zu wenig Aufträge an. Who is this? The quest for truth requires sacrifice. There's no room for compassion. Who's there? Your stubbornness, wanting to help others who would have deserted you, is a weakness. Fate leads us inevitably to solitude, and in one's final moments, one is always alone. You can't escape it forever. It will always find its way. Damn it! Okay, wir können nicht zurück. Irgendwas machen, irgendwas nehmen, irgendwas tun. Es ist weg. Es sah aus wie ein Kultist ohne Arme. Ja, hä? Wo sind wir? Everything points back to the day they brought in that thing. Da ist doch auch Fuller drauf. Ja, das war wichtig. While the sailors were going insane, Fitzroy and the mutineers took over the ship and probably killed the captain. 35. Grad Nord, 59. Grad West. Fitzroy hat den ganzen Tag über versucht, die Männer aufzumuntern. Manche sind von dem Vorfall noch immer geschockt. Sie erinnern sich an die Schreie ihrer Kameraden, als sie dem Wahnsinn verfielen. Einige der Männer, die noch an Bord sind, verstümmeln sich in den verzweifelten Versuch, ihre Vision zu verbannen. Andere, wie Fitzroy, nehmen diese Vision an. Er, Hawkins und Fuller begannen, diese Monster Leviathan zu nennen. Dieses Monster. Wie den in der Bibel. Sie sehen ihn als heiliges Wesen an. Ich sage ihnen, dass sie damit aufhören sollen, bevor es zu spät ist. Je weiter wir segeln, desto sicherer bin ich mir. Das ist nicht das Werk Gottes, es ist das Werk des Teufels. Ja, kriegen wir aufgeklärt. 42. Grad Nord, 70. Grad West. Wir sind endlich von der verlassenen Insel Darkwater Richtung Norden aufgebrochen. Die Seeleute sagen, diese Gewässer seien verflucht. Aber ich glaube nicht an Altweibergeschwätz. Es sieht nicht gut aus für uns. Die Konkurrenz ist hart. Die Orpheus scheint uns voraus zu sein. Meine Männer haben schon eine ganze Weile keine Anzeichen für einen Wal mehr entdeckt. Wenn diese Saison nicht besser läuft, so fürchte ich, dass sie nicht länger auf der Scylla anheuern wollen. O Herr, hilf mir, in diesen dunklen Fluten meinen Weg zu finden. Sonntag, 30. Mai. Was war hier oben auch ein Datum? 24. Mai. Knapp eine Woche später. 1847. 47. Grad Nord, 55. Grad West. Wir sind hier draußen nicht die einzigen Jäger. Auf der Suche nach einem geeigneten Ziel sehen wir uns plötzlich von einem Dutzend toter Wale umringt. Alle auf dem Rücken schwimmt und mit hervorquellenden Eingeweiden. Aber es waren nicht die Orpheus. Kein Mensch wäre so zu so etwas imstande. Sie wurden in Stücke gerissen, als hätte ein größerer, gefährlicher Jäger sie angegriffen. Es ist äußerst merkwürdig. Killerwale sind normalerweise nicht so gewalttätig. Ob eine neue Walart aufgetaucht ist? Vielleicht ist es ein Zeichen Gottes. Vielleicht ist es der große Fang, auf den wir so lange hoffen. Wir müssen das Biest einfach finden, ganz egal, wie risikoreich es auch ist. Mein Posten als Captain ist in Gefahr. Ich habe das Gefühl, dass Fitzroy langsam die Mannschaft gegen mich aufwiegelt. Als erster Offizier weiß er, dass eine Rückkehr mit leeren Händen mich das Vertrauen meiner Männer und meine Legitimität
Legitimität kosten könnte. Er hat recht. Belonging to the captain of the Scylla. The pages I found seem to be the missing ones. Das Steinschneiden. Glaube und andere Aberglaube haben manchmal zur Entwicklung der Medizin beigetragen. Vor einigen Jahrhunderten dachte man, ein Patient mit einer Geistesstörung hätte einen Stein der Verdammnis in seinen Schädel. Deshalb wurde der Schädel aufgebohrt und eine Exzision durchgeführt. Manchmal überlebte der Patient, manchmal war er sogar geheilt. Heute haben sich die Begriffe verändert, Methoden nicht so sehr. Medizinfortschritt dadurch, ja. Nett. Nett. Aber wie sind wir jetzt hier reingekommen? Hat uns jemand hergebracht? Oh. Ich darf das Ding nicht ansehen. Boah, das ist eklig. Ich frag mich, ist alles voll mit Fleisch von dem? Haben sie das Vieh nie erlegt? Oh. Und sie haben trotzdem von ihm Fleisch bekommen, oder? Wo geht's denn hier lang? Ah ja, nirgendwo. Cool. Cool. Ja. Ah, wo geht's hier lang? Oh Mann. Ich glaube, ich bin schon wieder viel zu weit voraus. Oh, ist klar. Oh, ich komme hier nicht mehr. Doch. Gut. Ich glaube, ich renne schon wieder vor etwas weg, ohne genau zu wissen, vor was. Und ich kann diesen Pochen einfach nicht entkommen, denke ich. Das Pochen. Brummwiesel. Wie bist du dem Pochen entkommen, Brummwiesel? Perfect. Sarah. Du bist uns eine Erklärung schuldig, Mädchen. Learn to obey. Oh, nein, nicht schon wieder hier. Ach Gott. Lass mich raus, Fuller. Ah, finally awake. How do you feel, Mr. Pierce? Fuller. Son of a bitch. I'll kill you. Er spricht mir aus der Seele. No, I'm not even really with you. Well, to be perfectly precise, I am with you. But not in this cell. What have you done to me? Me? Nothing, really. See, it's one of the exquisite effects of this incredible creature. Leviathan. I see you already know about it. Well, shall we begin? Begin? Womit wollen wir beginnen? Fuller. Nee, ich nehme hier nichts ein. Das ist die Hände davon. Junge, was? Oh, was war das? Das kann doch zu nichts Gutem führen. Oh, scheiße. Nein. Oh Gott. Let me take a sample from you. Flesh, blood, spinal fluids. Don't fear. I created the mythological ichor from Leviathan's flesh. Who knows what I can make with you? Cool. I need your body for my research. Darf ich dir ganz gerne einfach eins in die Fresse hauen? Kann nicht mit ihm interagieren. Ja! I
killed him. A necessary sacrifice that proves your determination. Aber wo habe ich die Knarre her? Oh, wie groß ist dieses Vieh? Sarah, wir müssen hier weg. Find the truth and be free. Was zum... Was ist das? Ist wieder alles voll mit diesem komischen Gas. Oh Gott. Hä, die Tür ist gerade erst aus der Wand erschienen. Okay. Nothing's happening. Ja, alles klar, das sieht aus, als würde es halten. Okay, ist klar. Es verbaut sich hier alles, Stück für Stück. Probieren wir das hier nochmal, aber irgendwie anders. Gehen wir diesmal hier hinten lang. Okay, wir fallen da einfach durch. Kann ich meine Laterne nutzen? Nee. Was passiert, wenn ich hier lang gehe? Schau an. Oh, was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Passiert jetzt was? Nothing's happening. Was hat sich denn jetzt geändert? Das ist doch scheiße. So, wir haben ganz links an dem Ding gedreht. Ach so, können wir mal schauen. Drehen wir mal an dem hier. Das scheint in Richtung des Ofens zu führen. War das falsch? Oder was bedeutet das? Werde ich einfach hier hingebliebt? Nicht gestorben, oder? Nothing's happening. Nothing's happening. Ja, dann probieren wir die jetzt einfach mal alle durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das... Dass man das sagen soll, dass ich irgendwie sterbe oder so. Keine Ahnung. Aha. Okay. Oh, die Tür ist offen. Don't get it. Passiert jetzt was? Nothing's happening. Okay, wir müssen anscheinend hier hinten auch noch irgendetwas machen, aber. Aha. Jetzt führt hier ein Rohr lang. Ich falle da aber durch. Hier falle ich auch durch. Ich teste jetzt einfach, ob ich durch jedes Brett durchfalle. Ich glaube, das ganz hinten hatte ich auch schon probiert. Ne? Ah ja. Jetzt die Frage, wie geht's weiter? Ah, oh, nee.
Okay. Müssen ein wenig Rätsel raten. Oh. Stimmt, vorletzte. Das vorletzte war's, nicht das letzte. So, hier. Zack, zack. Dann hier. Zack, zack. Hier geht's nur geradeaus zurück. Das wird's nicht sein. Also hier. Das wird's auch nicht sein. Welches von den beiden? Ich nehme mal das hier. Ah. Guck mal, da hinten haben wir ein... Oh, das geht nach da weg. Aber an welchem Ventil muss ich drehen, damit auch genau das Rohr... Ja, keine Ahnung. Das scheint es nicht zu sein. Ich drehe mal hier hinten an dem. Mal das Falsche. Geht halt alles in einen großen Schacht rein, ne? Muss man raten jetzt. So, holen wir den. Gut. So, dann probieren wir halt den. Ah, das klingt gut. Ich ahne jetzt auch, dass sich der Rückweg wahrscheinlich hier komplettiert hat, genau. Den anderen Weg. Na dann. Was zur Hölle? Oh mein Gott! Was geschieht hier? Oh mein Gott! Okay, wir kommen da nicht durch. Moment. Duck dich her. Ich wollte halt eigentlich unten durchkriechen, aber er wollte sich nicht ducken. Junge, fall doch nicht immer um! Sei ein Mann und renn! Na gut, nehmen wir halt die Lampe. Kommen wir nirgendwo. Ich habe nicht mal die Zeit, mich da umzugucken. Was da eigentlich passiert? Ach, hinten rum geht's. Alles klar. Das habe ich vorher nicht gesehen. Oh, doch, da war ich ja schon. Ah, okay, okay, alles klar. Einfach weiter. Keep moving, keep moving. Hier geht's gar nicht lang. Boah, sehen wir fertig aus, ey. Wir haben eine Knarre, wir haben gerade Fuller erschossen. Fitzroy. Time to hoist the white flag. We're not gonna hurt you. I won't go without a fight. You think you're here of your own accord? Stay back, or I'll put a bullet in your head. Hättest du einfach mal geschossen, Junge. Our supreme oracle has spoken. You will follow your destiny. What? In his awakening.
auch nicht ins Wasser. Oh, scheiße. Das wird bitter, das wird bitter. Das ist halt sein Element. Oh. I see. You cannot escape my awareness. I followed your wanderings, your choices, your attempts to free yourself from destiny. Oh, okay. But it is unavoidable. And as I predicted, you have come to free me. Awaken and call him. Oh Gott. Ich frag mich langsam, wo wir das Mittel genommen haben, von dem Fleisch gegessen haben und keine Ahnung, wie viele Antworten auf einer unheimlichen Sprache beantwortet haben, ob wir überhaupt noch die Chance haben, zu widerstehen. Aber das wird sich zeigen. Beim nächsten Mal. Ich bin gespannt. Wir hatten viele Möglichkeiten, unser Schicksal zu ändern. Ich frage mich, wie viele Möglichkeiten es am Ende gibt und was für eine Chance wir noch haben. Also wie viele Möglichkeiten wir jetzt tatsächlich noch wahr machen können. Aber das werden wir gemeinsam herausfinden beim nächsten Mal. Dann sage ich, bis dann, euer Modo. Wir sehen uns wieder.